Komm, ich möchte mit euch heute Salzstangen zubereiten. Dazu habe ich vorbereitet Mehl, Milch, Butter, Salz, grobes Salz zum Bestreuen, Kümmel zum Bestreuen und als Treibmittel habe ich einen Dampfel vorbereitet, also frische Hefe, frische Germ. Für unseren Teig habe ich jetzt die Milch ein bisschen erwärmt und die Butter darin schmelzen lassen. Wir verrühren das jetzt ein bisschen. Dann haben wir Dampfel dazu. Und dann noch die restliche Milch. Und das alles verrühren wir jetzt und geben es dann in die Rührschüssel einer Küchenmaschine oder in den Handmixer, um es zu einem schönen, glatten Teig zu verarbeiten. Ich nehme noch eine Prise Salz dazu und das können wir jetzt aufschlagen. Wir haben jetzt einen schönen, glatten, seidigen Teig. Er darf nicht an dem Schüsselrand kleben, hat sich schon herausnehmen lassen. Und diese Teigkugel werden wir jetzt an einem warmen Ort abgedeckt circa 20 Minuten rasten lassen. So, jetzt schauen wir, was aus unserem Teig geworden ist. Ihr seht schon, das Volumen hat sich mehr als verdoppelt und den können wir jetzt schön weiter verarbeiten. Ich bemehle jetzt meine Arbeitsfläche. Leg den Teig darauf und mit dem Nudelwalker werden wir den Teig rund ausrollen. Wir schneiden unseren Teig jetzt in 6 Teile. Und aus diesen Dreiecken werden wir dann unsere Salzstangen formen. Wir haben hier jetzt ein Dreieck, das wir an der oberen Seite mal einrollen. Und dann ziehen wir den Spitz einfach nach vorne und rollen unser Stangerl weiter. Ganz ruhig ein bisschen noch anziehen. Und so bekommen wir die typische Salzstangerlform. Und zum Schluss fixieren wir den Teig dann. Rollen es noch etwas aus. Und fertig ist unser Salzstangerl. Wir haben jetzt unser dreieckiges Stück Teig. Das beginnen wir von der Breitseite her einzurollen. Und vorne beim Spitz ziehen wir es immer wieder in die Länge. Und so entsteht unsere typische Salzstangenform. Wir verschließen das dann unten ein bisschen, drehen das ein bisschen zusammen. Ziehen das ein bisschen in die Länge. Und fertig ist unser geformtes Salzstangerl. Die Salzstangerl bestreichen wir jetzt mit Wasser. Wir wollen ja, dass der Kümmel und das Salz auf der Oberfläche unserer Salzstangerl hält. Wir heizen auch jetzt das Backrohr vor. Hat jetzt Zeit, warm zu werden, weil wir die Salzstangerl jetzt noch einmal 10 Minuten gehen lassen und wir bestreuen sie mit grobem Salz und mit Kümmel. Wir decken sie jetzt noch einmal ab, lassen sie noch 10 Minuten gehen und dann kommen sie ins Backrohr. Unsere Salzstangerl sind jetzt fertig gebacken. Wenn wir sie ein bisschen abkühlen lassen, können wir sie dann schon servieren. Und fertig
sind unsere Salzstangerl. Mit ein bisschen Geduld dauert es circa 1,5 Stunden, bis sie servierfertig sind. Das Rezept, die genauen Anleitungen, findet ihr wie immer unter www.euromehl.com und ich wünsche euch ein gutes Gelingen.